Millionen von Menschen in unserem Land treiben Sport, bewegen sich täglich und haben Spaß und Freude in den 91.000 Sportvereinen in Deutschland. Sie genießen die Bewegung in der Natur und die frische, saubere Luft. Ob wir uns im Freien oder in Sporthallen bewegen, immer nutzen wir Ressourcen der Natur. Täglich bewegen sich Millionen von Menschen zum Sport. Dadurch entsteht CO2. Die Sportstätten und Hallen benötigen Strom und Ressourcen wie Öl und Gas, was zu immer höheren Kosten führt. Vereinsfeste, Spiele und Wettkämpfe produzieren Abfall. Jeder Sportler und jede Sportorganisation hat die Möglichkeit, etwas für die Umwelt zu tun. Warum nicht bei Vereinsfesten auf Plastik und Einweggeschirr verzichten? Warum nicht mit dem Sport schon zu Hause beginnen? Warum nicht zum Fußball mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder Fahrgemeinschaften? Der Deutsche Alpenverein hat eine Kooperation mit der DB Regio. Wir haben gemeinsame Ziele, klimafreundliche Mobilität. Deshalb haben wir unter dem Motto mit der Bahn in die Berge eine gemeinsame Kooperation abgeschlossen, um klimafreundliche Anreise zum Bergsport zu gewährleisten. Es ist im Vergleich zum Individualreisen vor allem ein Angebot, das mit einem guten Gewissen durchgeführt werden kann. Entspannt anreisen, man kann andere Touren machen, man muss Ausgangs- und Endpunkt der Tour nicht an derselben Stelle wählen, weil man aufs Auto angewiesen wäre. Klimaschutz in jedem Verein. Wieso nicht beim Sport Licht und Wasser sparen? Warum Sporthallen nicht intelligent heizen? Ein zentraler Gesichtspunkt beim Klimaschutz ist die umweltfreundliche Gestaltung der Sportstätten. Wir setzen uns als Verein schon seit vielen Jahren mit dem Umweltschutz auseinander. Und da der Klimaschutz ein wichtiges Thema in den letzten Jahren geworden ist, haben wir uns gefragt, können wir da einen wesentlichen Beitrag zu leisten? So haben wir diese Sportstätte halt so gebaut, dass wir Klimaschutzziele erreichen können. Durch eine Wärmerückgewinnungsanlage, die wir hier installiert haben, sind wir in der Lage, die Energie, also die Wärme, die die Sportler abgeben, sozusagen aufzusammeln und sie durch ein bestimmtes Verfahren der Wärmerückgewinnung zu sammeln und sozusagen mit frischer Luft erwärmt neu in die Räume abzugeben. So sind also hier die Sportler Produzenten der Wärme, die wir in den Räumen brauchen, damit man sich auch wohlfühlen kann. Öko-Check nutzen. Der Landessportbund bietet jedem Verein umfangreiche Unterstützung und Beratung an. Wir beraten die Vereine hinsichtlich Klimaschutz-Einsparmöglichkeiten, wie man in der Anlage Energie einsparen kann, Wasser einsparen kann, wie man die Anlagen optimieren kann, dass man nach Möglichkeit am Ende des Jahres auf der Rechnung nicht ganz so hohe Kosten hat, sondern ein bisschen Energie einsparen kann und auch Kosten reduzieren kann. Konkret wurden hier bei der SG Weiterstadt Wassersparmaßnahmen durchgeführt. Wir haben in der Heizenergie bei den Heizzentralen geschaut, dass neue Heizungsanlagen reinkommen, eine thermische Solaranlage, Photovoltaikanlagen und energiesparende Beleuchtungsanlagen. Doch damit sind die Möglichkeiten bei der SG Weiterstadt noch keineswegs ausgereizt. Weiteres Sparpotenzial gibt es immer. Ja, im Sportkindergarten werden wir in der Turnhalle eine neue Beleuchtungsanlage anbringen und auf dem Dach eine Solaranlage für das Brauchwasser. Der Öko-Check für den Verein hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Erstens durch Einsparung der Energiekosten und natürlich auch für die Umwelt. Klimaschutz. Jeder kann etwas tun. Jeder Einzelne kann etwas tun, damit auch die nachfolgenden Generationen noch Spaß am Sport haben können, in einer sauberen Umwelt. Und der Geldbeutel wird heute schon geschont, wenn wir verantwortungsvoll mit unserem Lebensraum umgehen. Klimaschutz im Sport lohnt sich. Macht mit. www.klimaschutzimsport.de